So, an den folgenden 5 Tagen haben wir eigentlich nichts Besonderes gemacht. Wir haben im Internet die letzten Stationen und Flüge gebucht. Wir waren auf den vorgelagerten Inseln zum Schnorcheln. Annette hatte Geburtstag. Und wir haben wieder jede Menge malaysische Spezialitäten probiert. Seht selbst. So, heute hier mal auf der anderen Seite. Und es ist unglaublich. Hier ist sehr specially malaysisch Food. Und wow, so lecker. So, da wären diese Bananen im Teig gebacken. Sie sind nicht süß wie unsere Bananen. Sie sind, ja, kann man nicht beschreiben. Also, wie sagt man? Deftige Bananen, ähnlich wie Kartoffeln. Dann gibt es Kartoffelscheiben, auch in diesem Teig. Keine Ahnung, womit die gewürzt sind, aber sie sind super lecker. Und das hier, Toastbrot mit Coconut Jam, also Kokosnuss-Marmelade und auch im Teig gebacken. Wow! So, einen Tag später. Und hier ist wirklich alles leer und wird geräumt für die Renovierung. Der gesamte Platz wird hier neu gemacht. Die kriegen neue Dächer und alles. Hier nichts ahnt in diesem Mall und verstehst hier kein Wort. Ja, Chinese New Year hat man ja schon lange nicht mehr. Am Jetty kannst du Touren buchen, Boote buchen, zu den Inseln zum Schnorcheln. Du kannst hier einkaufen, hier gibt es Souvenirs, Supermarkt, Klamotten und du kriegst ja auch alle anderen Touren gebucht. So als Tipp, wer jetzt hier nicht teuer im Hotel buchen will, sondern etwas günstiger und ja, selber entscheiden will, der geht hier zu diesem Jetty und kann hier alle anderen Touren buchen. So, heute fahren wir mal nach Manukan, einer kleinen vorgelagerten Insel, zum Schnorcheln und Relaxen am Strand. Was ihr hier alle dann weißen Punkten seht, ist alles Müll, der hier gerade rumschwimmt.
weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht. Also wer überlegt, sich was Neues anzuschaffen zum Schnorcheln, diese Masken von Decathlon sind ideal. Bitte auch immer das Original nehmen. Wir haben schon diverse Beschwerden gehört von Leuten, die eine Kopie gekauft haben. Aber diese hier sind wirklich erstklassig. Kein Wasser im Mund, kein Wasser in der Nase. Das ganze Gesicht ist abgeschlossen, du kannst vernünftig mittauchen. Also wer es haben will zum Schnorcheln, kauft euch die. Ist prima. Ja, die können wir wirklich empfehlen und du schnorchelst ewig. Du kannst tagelang damit unter Wasser sein, ohne dass du es merkst. Die sind so genial. So, wir sind zurück. Strömender Regen, ganz schnell mit dem Jetty mit bestimmt 150 km pro Stunde über das Wasser rüber zurück. Mein schönes T-Shirt. Mal schnell umnähen lassen für 5 Ringgit. Cool. So, heute fahren wir zum Schnorcheln nach Panutik. Wenn dir das nicht gefällt, kannst du alternativ auch mit dem dahin rudern. So, das hier ist Sapi Island. Hier fahren die meisten hin, weil hier gibt es auch so Aktionen und sowas. Wir nicht. Sapi Island, voll bis zum Ende. Mount Kinabalu ist heute richtig geil zu sehen. Wow, look that! Wow! Thank you.
So, Annette wollte an ihrem Geburtstag ja unbedingt hier zu Welcome Seafood essen und jetzt kann sie sich nicht entscheiden. Hier ist ein ganzer Zoo. Halbes Einkaufscenter für sich alleine. Also wenn ihr Welcome Seafood in Kota Kinabalu sucht und nicht findet, dann kann es vielleicht daran liegen, dass ihr mittendrin steht. Welcome Seafood Road. Also um nochmal zu verdeutlichen, wir waren dort hinten in dem Restaurant. Hier vorne ist eins und Nummer 3 findet ihr hier. Alles Welcome Seafood. Das beste Seafood-Restaurant ever. Es ist so geil. Also es war sehr gut. Also den Fisch, sowas habt ihr noch nicht gegessen. Schmeckt wie Hühnchen, auch von der Konsistenz her. Also sowas von lecker. Und auch das Squeak, nicht zu viel Teig, nicht zu wenig. Es war also wirklich lecker, durch die Bank weg. Und wir stehen jetzt nochmal davor. Und es ist wirklich die ganze Straße, dieses Restaurant. Das glaubt man nicht, wie groß das ist. So viele Coconuts. Wow.
Best Coconut Ice Cream in Town. Na, das wollen wir doch jetzt mal ausprobieren. Coconut Ice Cream. So, und was sagt die Sundance World Food Test Kommission dazu? Sehr gut. Wirklich Best Coconut Ice Cream in Town.